Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es darum, wie wir uns einen Schubkasten bauen können. Natürlich kann man einen Schubkasten ganz schnell stumpf zusammenschrauben, aber ich möchte euch zeigen, worauf es bei dem Schubkastenbau drauf ankommt und Schritt für Schritt euch erklären, wie ich diesen Schubkasten hier gebaut habe. Das ist hier meine Kapp- und Gärungsstation für meine Tischkreissäge. Dieser Wagen ist auf Rollen und hat zwei Seitenarme oder Seitentische, die man je nach Bedarf rein- und rausfahren kann. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, das verlinke ich euch hier oben, könnt ihr mal anschauen, wenn ihr möchtet. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Zunächst einmal sollten wir uns einen Überblick verschaffen. Wenn der Schubkasten breiter ist als tief, sollten wir eine mechanische Ausführung verwenden. In der Regel sollte so ein Schubkasten tiefer sein als breit. Da das aber bei mir nicht der Fall ist, habe ich mich für eine mechanische Schubkastenführung entschieden. Das sind hier sogenannte Quattro-Auszüge, sogenannte Vollauszüge mit einem Soft-Close-System. Aber dazu später mehr. Was ihr persönlich für Schubkastenführungssysteme verwendet, ist euch überlassen. Natürlich muss das Ganze immer im Rahmen sein. Bei einer Werkstatt solltet ihr sehr robuste und kräftige Schubkastenführung verwenden. Bei jedem System ist immer eine Gebrauchsanweisung vorhanden und daran solltet ihr euch auch strikt halten. Auf diesem Datenblatt findet ihr alle wichtigen Informationen, zum Beispiel wie stark eure Seitenwände von Schubkasten sein sollten, wie viel Luft ihr zwischen Korpuswand und Schubkastenwand habt oder wie viel Abstand zwischen Seitenwand und Unterboden sein sollte. Dies alles findet ihr, wie gesagt, immer auf dem Datenblatt. Das ist aber vom Hersteller zu Hersteller verschieden. Diese Vollauszüge wurden mir von den Hersteller Hettig als Unterstützung für meinen Kanal und meine neue Werkstatt gesponsert. Die Seitenwände sowie das Hinter- und Vorderstück vom Schubkasten bestehen bei mir aus 15 mm starken Multiplex. Der Schubkastenboden wird aus einer 10 mm starken Sperrholzplatte zugeschnitten. Die Materialwahl beim Schubkasten ist sehr wichtig, da dieser später schwer belastet wird. Am besten wäre es, wenn ihr die Seitenteile Vorder- und Hinterstück aus Vollholz machen würdet und die Eckverbindung mit Schwalbenzinken oder Fingerzinken versehen würdet. Aber dies ist, denke ich, für den Profi oder für die Fortgeschrittenen. In der Regel wird der Schubkastenboden mit einer Nut in der Seitenwand eingelassen. Diese Nut habe ich mir mit der Kreissäge hineingeschnitten. Und mein Schubkastenboden passt super hinein. Im Anschluss können wir unsere Seitenteile sowie Vorder- und Hinterstück zuschneiden. Ich habe mich hier für eine sehr einfache Variante entschieden. Und zwar werde ich das Ganze auf Gärung verladen. Nachdem wir unsere Schubkastenwände zugeschnitten haben, können wir auch schon fast loslegen mit dem Zusammenbau. Aber vorweg müssen wir eins bedenken, da unser Schubkastenboden später in den Schubkastenkorpus hineingeschoben wird, müssen wir das Hinterstück auf Breite zuschneiden. Und nun können wir den Schubkasten auch rasch zusammenbauen bzw. verleimen. Natürlich könnt ihr das Ganze auch stumpf zusammenschrauben oder wie gesagt als Eckverbindung eine Fingerzinkenvariante wählen oder eine Schwalbenzinkenvariante. In der Zwischenzeit, wo unser Schubkasten aushärtet, montieren wir unsere Vollauszüge. Dies ist auch genau in der Beschreibung beschrieben. Zur Hilfe verwende ich immer hier sogenannte Glasklötze
oder Abstandsklötze. Dies vereinfacht mir das Ganze ungemein. Des Weiteren, um die Tiefe anzuzeichnen, könnt ihr auch ein Streichmaß verwenden. Da habe ich aber ganz schön knapp kalkuliert. Aber letztendlich passt der Schubkastenbogen hervorragend in den Schubkasten hinein. Nur noch rasch am Hinterstück das Ganze vorgebohrt und verschraubt. Im Anschluss müssen wir noch für die Führungsschiene als Halt am Hinterstück links und rechts ein Loch bohren. Dies wird euch aber alles in der Beschreibung beschrieben. Des Weiteren müssen wir noch zwei Klemmen für die Führungsschiene im vorderen Bereich des Schubkastens anbringen. Diese zwei Klemmen haben den Vorteil, dass wir später anhand der blauen Rädchen den Schubkasten von der Höhe verstellen können. Und nun können wir den Schubkasten auch mit unserem Korpus bzw. mit den Führungsschienen vereinen. Das nennt man auch im Fachjargon die Hochzeit. Danach kümmern wir uns um die Blende. Wie ihr sehen könnt, habe ich das so konstruiert, dass meine Schubkastenblende zurückspringt. Natürlich könnt ihr auch den Schubkasten so bauen bzw. die Führungsschienen so anbringen, dass die Schubkastenblende auf den Korpus aufschlägt. Es gibt natürlich verschiedene Varianten, je nach Bedarf. Die Schubkastenblende wird auch Doppel genannt. Um diesen Doppel oder die Blende anzubringen, verwende ich wieder meine Abstandshalter. Ich habe mich dafür entschieden, ringsherum 4 mm Luft zu nehmen. Dies ist normalerweise sehr viel. Man verwendet in der Regel 2 bis 3 mm Luft. Um die Schubkastenblende nun auf Position zu bringen bzw. zu fixieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, ihr würdet jetzt links und rechts einen Nagel hineinschlagen, diesen abkneifen und die Blende vorsichtig von vorne draufdrücken. Somit hättet ihr zwei Punkte in der Schubkastenblende und könntet das Ganze verschrauben. Ich habe mich dafür entschieden, das Ganze von vorne einfach stumpf festzunageln, da später an den Einschusslöchern sowieso ein Griff dran kommt. Dies ist jetzt für mich die schnellste und einfachste Variante gewesen. Im Anschluss wird das Ganze dann von innen drin nochmal verschraubt. Nun noch meinen selbstgebauten Griff montiert und fertig ist der Schubkasten für meine Kapp- und Gärungsstation. Ob ihr jetzt eine Schubkastenführung mit Soft-Close-System oder eine ganz einfache verwendet, dies ist euch überlassen. Worauf ihr aber unbedingt achten solltet, dass die Tragkraft vom Schubkasten genügend ist. Bei mir sind das 45 Kilo. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Hier sind noch zwei weitere Videos von mir und rechts ist der Abonnier-Button, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Demnächst werden noch weitere tolle Folgen für meine Werkstatt bzw. Werkstatteinrichtung folgen.